ich traue mich mehr zu sprechen, einfach weil man es hier muss. Ich bin Lu, komme aus Deutschland, bin hier in Malta jetzt zum Englischlernen. Also ich bin insgesamt 3 Wochen hier und jetzt bin ich 1,5 hier. Ich glaube, die Atmosphäre, das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, woran das genau liegt, aber es ist eine sehr offene Atmosphäre. Die ganzen Leute, die hier arbeiten, sind irgendwie nicht Personal und halten sich irgendwie in jeglichen Gesprächen zurück, sondern sie sind halt irgendwie Teil von diesem ganzen Studentenleben hier. Und natürlich, jetzt sieht man es gerade nicht, aber dass ein Pool mitten im Hof ist, macht natürlich auch was von der Atmosphäre aus. Und ich glaube, gerade im Hochsommer wird das Leben hier noch viel mehr im Innenhof stattfinden. Es sind auch echt tolle Unternehmungen dabei, allerdings bin ich eher der Typ, das auf eigene Faust entdecken zu wollen, die Insel. In Deutschland haben wir ja das Glück, würde ich sagen, dass wir 2 Wochen innerhalb von 2 Jahren Bildungsurlaub nehmen dürfen, weil das Sprachcafé eben anbietet, also sich zertifizieren lassen hat als Bildungsurlaub. Genau, und als ich gesehen habe, die bieten das an, das ist, weil sie zertifiziert sind. Gerade so eine kleine Organisation ist natürlich froh darüber, wenn das Land so eine Aufwandsentschädigung für die Tage, die ich fehle, zahlt. Hast du das Gefühl, dass dein Englisch auch besser geworden ist? Ich traue mich mehr zu sprechen, einfach weil man es hier muss und nicht nur im Schreiben zu verbleiben, sondern halt Leute anzuquatschen und meinetwegen halt 1000 Fehler zu machen. Das ist was meine größte Hürde war, weil ich einfach in meiner Schulzeit eher immer gesagt bekommen habe, dass ich kein Englisch kann. Und das hat natürlich eine ziemliche Blockade aufgebaut. Hast du in deiner Zeit hier neue Leute kennengelernt und wenn ja, wen? Dich? ja, habe ich. Also einerseits natürlich, ich bin in einem Apartment mit meinen Flatmates, habe ich Kontakt. Und mit den Klassenkameraden habe ich auch Kontakt. Und da ich einen Intensivkurs gebucht habe, habe ich auch 2 verschiedene Klassen am Tag. Insofern, ja, viele Leute kennengelernt und mit 3, 4 auch einen engeren Kontakt aufgebaut, mit denen ich eben die Insel bereise, ja, oder erkunde. Ja.